Mama, mein Fahrradhelm ist zu klein. Kann man den nicht mehr weitermachen? Nein, der ist schon maximal groß eingestellt. Oder sollten wir aber gleich einen neuen kaufen gehen? Du brauchst den ja ständig. Am besten, wir gehen nachher zusammen in die Stadt. Ist gut. Ach, ich wäre jetzt auch lieber auf Streife. Hier herumzusitzen ist ja auch langweilig. Tach, ich will Manni die Mütze wiederbringen. Ich hab sie mal gewaschen. War ein bisschen muffig. Aha, okay. Ja, das ist ja nett. Hey Manni, deine Mütze. Ah, vielen Dank. Gut, dass ich sie wieder habe. Mich hat's ja schon am Kopf gefroren. Hier ist es ja nicht so gemütlich warm wie zu Hause. Ja, das ist ja auch kein Hotel hier. Tschüss dann. Tschüss. Was fühlt sich denn die Mütze so komisch an? Was hat denn meine Frau mit der Mütze gemacht? Ach so, da ist ja was drin. Ja, da hat meine Frau wohl etwas eingenäht. Aha, eine Säge. Sehr schlau. Ha, da werde ich mich nachher gleich mal ans Werk machen. Da ist eine Kamera. Ich muss sie mit irgendetwas abdecken, damit mich keiner erkennt. Da muss ich wohl meine Mütze opfern. Das hat ja prima geklappt. Nichts wie weg hier. Ich springe jetzt auf das andere Dach. Uah, puh, das war knapp. Autsch. Oh, mal kurz durchschnaufen. Puh. Was für ein staubiger Lumpen. Die Überwachungskamera 2 zeigt nur noch ein dunkelblaues Bild an. Ich glaube, die ist defekt. Seltsam. Ach, ich gehe trotzdem mal nachschauen. Was? Da hängt ja Mannis Mütze. Wie kommt denn die da hin? Alarm! Manni ist ausgebrochen! Schnell, schnell, nehmt die Suche auf. Er kann noch nicht weit sein. Ich muss mir schnellstens eine neue Mütze besorgen. Ah, da vorne sind Straßenmusikanten. Die haben einen Hut auf dem Boden liegen. Den könnte ich mir ja klauen. Ha, vielleicht ist ja sogar noch Geld drin. Ich schleich mich mal an. Na, junger Mann, komm, tanz mit. Ich will nicht tanzen. Lasst mich los. Ah nein, ach herrje, ich fall ja hier total auf. Lasst mich los, ich muss hier weg. Da kommt ja auch schon die Polizei. Schnell ins Einkaufszentrum, da kann ich mich sicher gut verstecken. Hier ist ja ganz schön was los. So, dann schauen wir mal, wo die Sportabteilung ist. Oh, die Kleider sind toll, Mama. Ja, schöne Farben. Mama, schau mal, sind die Taschen nicht schön? Ja, das stimmt. Können wir so eine kaufen für den Kindergarten, ne? Nein, du hast doch schon einen Kindergartenrucksack. Ja, ich weiß. Schade. Ich müsste mich einfach anders einkleiden, dann erkennt mich keiner. Ich nehme schnell etwas mit in die Umkleide. Hier sind die Helme, Mama. Ah, prima. Welcher gefällt dir denn? Der hier sieht schön aus. Gut, mal schauen, ob der passt. Den kann man noch etwas kleiner stellen. Ja, so ist es gut. Nehmen wir den? Ja, den nehmen wir. Kommt, wir gehen zur Kasse. Wie sieht das denn aus? Wie ein Osterei. So kann ich doch nicht herumlaufen. Oh nein, da ist ja eine Polizistin. Ich glaube, die sind mir schon auf der Spur. Schnell verstecken. Ich sehe ihn nirgends. Ich komme jetzt wieder raus. Ich hätte schwören können, dass er sich zuerst etwas zu essen holt. Aber hier ist er auch nicht. Dafür haben die hier aber einen guten Kaffee. Gut, sie ist weitergegangen. Wow, die haben hier aber richtig viel Geld in der Kasse. Das könnte ich jetzt aber auch gut gebrauchen. Da könnte ich mir ja wieder ein paar Dinge leisten, gerade jetzt, wo ich wieder aus dem Knast raus bin. Da kommt mir doch gleich eine super Idee. Ich verkleide mich hier als Verkäufer. Dann sehe ich erstens anders aus und komme außerdem an das ganze Geld in der Kasse. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, ich übernehme jetzt die Kasse.
Aha, ich kenne Sie aber gar nicht. Ja, ich bin hier der neue Chef. Hat man Ihnen denn das gar nicht gesagt? Nein. Na gut, dann wissen Sie es jetzt. Gehen Sie jetzt wieder die Ware auffüllen. Ich bleibe hier an der Kasse. Guten Tag, wir nehmen diesen Helm. Aha, der kostet 34 Euro. Haben Sie es nicht passend? Nein. Ich muss schnell Wechselgeld holen gehen. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Mhm, okay. So, jetzt werfe ich das Geld schnell hier in diese Tasche und dann nichts wie weg. Was dauert das denn so lange? Komisch, oder? Mama, sah der nicht ein wenig wie Manni Mütze aus? Ja, Mama, das habe ich auch gedacht. Ich weiß nicht, meint ihr, Manni arbeitet jetzt hier? Hallo, was ist denn hier los? Macht denn hier jemand mal die Kasse wieder auf? Die Kasse ist doch auf. Wo ist denn der Kollege hin? Der sagte, er müsste Wechselgeld holen. Da stimmt doch was nicht. Der kam mir gleich so komisch vor. Also doch, Manni. Und wegen Chef. Der Mann ist weg mit der Kasse. Ich rufe jetzt die Polizei. Hallo. Hallo, Martin. Hallo, was macht ihr denn hier? Wir wollten nur einen Fahrradhelm kaufen. Manni Mütze ist mit der Kasse da hinten verschwunden. Er hat sich als Verkäufer verkleidet. Den schnapp ich mir jetzt. Manni flüchtet gerade mit dem Geld von dem Sportgeschäft. Ich gehe jetzt ins Lager. Hier entlang. Wo ist er denn hin? Bestimmt ist er schon durch diese Tür ins Freie raus. Im Lager war er nicht mehr. Er muss schon durch die Hintertür geflüchtet sein. Sucht weiter. Na endlich. Jetzt habe ich aber Hunger. Erstmal was essen. Geld habe ich ja genug. Zum Glück konnten wir endlich bezahlen. Jetzt gehen wir aber nach Hause. Lecker. Oh nein, schon wieder Polizei. Mist, da drüben ist ja auch die Polizei. Wo soll ich denn jetzt hin? Das gibt es doch nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Ich komme jetzt wieder zum Auto. Oh, windig heute. War da gerade etwas? Hände hoch, du bist festgenommen. Und hier ist ja auch das ganze Geld aus der Kasse. Hier hast du deine Mütze vom Dach wieder. Die ist aber ganz schön schmutzig. Die muss meine Frau wohl dann nochmal waschen. Haha, das kannst du vergessen. Die wäschst du dieses Mal lieber selbst. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.